Ja, guck mal, das Ding ist, inwieweit wollen wir den denn pushen? Was soll er machen oder was? Wo wollen wir ihn hinkriegen? Was soll er? Was wollen wir? Wollen wir Infos haben? Was wollen wir? Also Namen, alles. Er soll alles über uns ausplaudern. Wie viele Leute wir sind, wo wir uns aufhalten, Namen, alles soll er raushauen, ha? Huh? Mhm. Dass wir einfach Rache nehmen wollen oder so, erzählen wir ihm, ha? Huh? Die Leute gestern waren eh so, wie er war. Mies, ey. Aber du musst das auflösen, Isaac, ha? Huh? Ja. Ich nehme Amy mit um die Ecke, huh? Ja, aber erst stellen wir sie da zusammen hin, ja? Und dann reden wir kurz so, ja, gestern die Nummer, ja, und so weiter und so fort. Da kannst du ja irgendwie sagen, irgendwie hier, die Perle ging mir gestern schon ziemlich auf die Nüsse, du kommst jetzt mal als erstes mit und dann schießt du irgendwie, dann nimmst du sie halt mit und dann nimmst du sie halt irgendwie mit um die Ecke, schießt irgendwie ein paar Mal irgendwie in die Luft und dann kommst du halt wieder und sagst so, das Problem ist schon mal beseitigt, jetzt kümmern wir uns um den Herr Teller, ja. Ja, wir haben halt, ne, wir müssen uns seinen Ausweis zeigen lassen und wir haben Amy gesagt, dass wir sie relativ schnell dann zur Seite, ne, die ist jetzt nicht darauf eingestellt, dass sie da viel reden muss, ne? Ja, ja. Nicht, dass sie sich dann aus Versehen verplappert hat. Gut, Amy ist los, ne? Dann können wir auch, oder? Let's go. Ja. Wo fährt die denn mit dem Pound dahin? Da hinten die Straße irgendwo, ne? Du sollst zum Kuschfeld damit fahren. Du kommst nicht vom Fleck. Amy, dein Ernst. Alter, wo willst du denn hin? Oh Mann, was flüstert die denn so? Ich höre die gar nicht. In diesem Telefon, aber die sagt auch nichts. So, fahr. Okay, Amy. Da waren irgendwo Cops. Okay, ja, nee, jetzt, wir haben keine gesehen. Okay, wollen wir? Von mir aus. Ja, let's go. Lass die Show beginnen. Alle Masken auf. Du nimmst jetzt sofort die Hände. So, kommt mit. Ha, was soll das? Ich hab keine Ahnung. Wie sind eure Namen? Wer will das wissen? Ich. Hat das ich auch einen Namen? Du kannst mich Mr. Black nennen. Wer ist denn ihr beiden? So, ja, eure Namen. Geh dich einen Scheiß an. Sie einen aussuchen. Meinst du, du bist in der Position, hier so eine dicke Lippe zu riskieren? Sag mir deinen verfickten Namen. Twix. Twix. Ich glaube nicht, dass du mit dem Namen geboren worden bist und deine Eltern dich Twix genannt haben. Ich werde hier so genannt. Tja, das kann ich so bestätigen. Ich will deinen richtigen Namen. 3. Travis Teller. Herr Teller, es geht doch. Wie ist dein Name? Ich bin die Amy. Deinen richtigen, vollständigen Namen. Emily Freeman. Frau Freeman, Herr Teller. Aha.
Sie war gestern schon so frech. Ah. Oh. Ihr habt gestern den falschen Leuten ans Bein gepisst. Große Fresse, wenn die anderen dabei sind. Und jetzt ein Häufchen Elend. Du. Ha, was soll denn das heißen? Mitkommen. Für dich ist das Spiel vorbei. Ich hab gehört, du warst gestern nicht so frech. Das ist der Grund, warum du jetzt hier noch stehst und sie nicht mehr? Was war denn gestern? Keine Ahnung, sag du's mir. Du warst doch dabei? Wegen Masken an der Tankstelle. Klingelt's da? Nein? Willst du mir etwas sagen, dass gestern an der Tankstelle nichts war? Musik in meinen Ohren. Eieiei. So, erzähl mal jetzt, was da gestern los war. Wofür wurde sie jetzt hingerichtet? Ja, ich weiß es ja nicht. Du warst dabei? Und mein Kumpel war auch dabei. Der hat behauptet, sie mag ihn. Sie mag ihn. Ja. Sie mochte. Vielleicht sollte man sagen, sie mochte ihn. Der Herr Teller will mir erzählen, er weiß von nichts, was gestern war. Gestern meintest du mit deinen Fäusten mein zartes Gesicht zu berühren. Oh, das hat weh. Das hoffe ich doch. Und du meintest, diese komischen blauen Schlümpfe anzurufen, weil wir das Auto von ihnen ausgeliehen hatten. Klingelt sie jetzt bei dir? Vielleicht. Ich glaube, er nimmt uns nicht ganz ernst. Jetzt ist die Frage, rede oder sterbe? Euch Kaspar sage ich gar nichts. Oder sterbe ich? Wir Kaspar haben gerade deine Freundin umgewichst. Dann kannst du mit mir gleich weitermachen. Das wird auch so kommen. Keine Sorge. Ist dir dein Leben nichts wert? Mein Leben ist mir was wert. Mach nicht den Eindruck. Lieber sterbe ich, als euch irgendwas zu sagen. Wer war denn deine Freunde gestern? Der mit der großen Klappe. Einer fehlt. Oh ja, wenn ich den erwische. Keine Ahnung. Sag mir, wie sein Name ist. Wie sagt den Scheiß, du Kaspar? Der nächste geht in den Kopf. Überleg es dir gut. Lass mich überlegen. Nein. Was nein? Wie gesagt, ich sage euch einen Scheiß. Für einen Namen zu sterben, ist schon ziemlich dumm. Freundin, wir finden ihn sowieso. Also ist es komplett überflüssig, was du hier gerade machst. Das ist überhaupt nicht überflüssig. Doch. Wir haben euch gefunden, wir werden ihn finden. Letzte Worte, Teller. Halt einfach deine Fresse. Stirb mit dem Gedanken, dass du jetzt einer von uns bist. Ich einer von euch? Ja. Im Leben nicht. Oh doch. Oh doch, Teller. Das mehr als du denkst. Ob du willst oder nicht. Wenn der andere genauso dämlich ist wie du, dann kriegen wir das sogar heute noch zusammen. Sortier mir erstmal deine Worte, bevor du mit mir sprichst. Also, letzte Möglichkeit. Wie ist der Name? Das geht dich einen Scheiß an. Bist du dir sicher? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Herr Teller, das ist die letzte Option.
Ich werde nicht nochmal nachfragen. Ja? Ich hab's schon begriffen. Dann bist du jetzt einer von uns. Ja, einer von denen, die auch bald unter der Erde liegen. Ich denke nicht. Anlegen. 3, 2, 1, Feuer! Sollte vielleicht mal ein bisschen Zielwasser trinken. Sei froh, dass ich es nicht habe. Ihr Wichser. Na? Na? Teller? Was ist mit euch schief? Ich hole Amy her. Na, Herr Teller, wie sieht das hier aus, hä? Was ist mit euch kaputt? Wie ist der Name? Wovon sprichst du? Wie ist der Name? Wovon sprichst du? Von Nico. Nico ist dein Name. Ja, das solltest du mir sehr sagen. Bisschen nach Pipi. Ja, weißt du, was dein nächster Gang ist, Twix, ha? Du kannst jetzt hier über den Berg laufen. Nach Grapeseed, ha? Hm? Ja. Ha? Kommst nicht drauf. Klamottenladen. Ja, und was machst du da? Aha. Dich umziehen? Aha. Ja, da macht's Kling, ha? Zieh dir deine Scheiße, Schuhe vielleicht aus und andere grüne Klamotten an, ha? Hey, Twigs, Mann. Willkommen, Mann. Danke. Herzlich willkommen in der Familie. Danke. Herzlich willkommen. Aber eine Sache vorher noch, die muss ich jedem sagen. Sogar Brot und Peitsche. Na. Die muss ich jedem sagen. Wenn du hier gleich wieder mit grünen Klamotten ankommst, dann ist das endgültig. Hm. Na, egal, ob du in 2, 3 Monaten oder in einem Jahr keinen Bock mehr hast oder was weiß ich was, es gibt keine Option, jemals wieder die Farbe auszuziehen, es sei denn, man geht mit den Füßen voran, ja, wird man getragen. Mhm. Überleg dir das gut, weil das ist eine Lebensentscheidung, die man hier trifft. Ja. Und jetzt hau ab.